Wollen auch Sie Ihre Arbeiten schneller und effizienter ausführen? Die Nox-Tiltrotatoren von Kinshofer ermöglichen es Ihnen, Baggeranbaugeräte seitlich zu schwenken und um die eigene Achse endlos zu drehen. Das bedeutet maximale Beweglichkeit. In Kombination mit dem integrierten Schnellwechsler spart Ihnen das an jedem Arbeitstag Geld, Zeit und Ressourcen. 10 Nox Tiltrotator für Bagger mit einem Dienstgewicht von 14 bis 19 Tonnen hat gar keine Zylinder. Hier ist er an einem Oilquick OQ7055 Schnellwechsler am Hitachi ZX190W19 Tonnen Bagger montiert und besitzt unten selbst einen solchen vollhydraulischen Schnellwechsler für hydraulische wie nicht-hydraulische Anbaugeräte. Immer das richtige Anbaugerät für die richtige Anwendung. Das erste Anbaugerät ist hier eine GAF 24 Palettengabel mit geringem Eigengewicht, aber hoher Tragkraft. Die Weite der Gabelzinken ist mechanisch verstellbar. Der Nox ist standardmäßig mit Lasthalteventilen ausgerüstet. Selbst bei einem Schlauchbruch wird die Last sicher gehalten. Der V-förmig profilierte SK222 Profilgabenlöffel aus 400 HB Stahl ist auf eine Verwendung am Nox Tiltrotator abgestimmt. Sein oben breiterer Löffel schützt den Tiltrotator. Hier gräbt unser Fahrer mit der schmaleren Frontschneidkante in einem engen Kanal. Das ist in dieser Enge nur ohne abstehende Zylinder möglich. Einige Worte zur Steuerung. Das Kinshofer NoxProp Advanced Proportional Control System ermöglicht eine sensible Geräteführung per Joysticks. Dank optionaler elektrischer Durchführung können Geräte mit Sensorik verwendet werden, wie hier das moderne Leica Icon iXe3 3D Grabsystem. Der Fahrer sieht am Display die Position des Grabgerätes sowie die Aushub- und Verfülldaten. Seine Höhenkontrolle erhöht die Produktivität und die Sicherheit, weil kein Vermesser mehr den Bereich der Erdarbeiten betreten muss. Mit einem SK3 22-3-in-1 Löffel mit Spezialprofil wird nun vor den Spundwänden das Bodenmaterial ausgetauscht. Und schließlich ein V-Profilkanal gegraben. Der Nox Tiltrotator sorgt dabei mit einer verbesserten Dreh- und Schwenkkraft für die erforderliche kraftvolle Beweglichkeit. Nox Tiltrotatoren besitzen einen High Flow Swivel, eine großdimensionierte Öldurchführung für hohen Durchfluss. Das ist extrem wichtig bei Werkzeugen, die für ein hohes Drehmoment viel Ölfluss brauchen. Der TR14 Nox kann an alle Arten von Trägergeräten mit einem Dienstgewicht von 10 bis 14 Tonnen montiert werden. Hier am multifunktionalen Lennon 8811 Tonnen Baggerlader. Unten ist er mit einem hydraulischen Greifermodul TRG18 sowie mit einem integrierten Kinshofer Schnellwechsler KHS10 ausgerüstet, der zum System Lehnhoff kompatibel ist. Der Nox Tiltrotator und auch sein Schnellwechsler mit Verriegelungsanzeige werden mittels des vorhandenen Kontrollsystems bequem und sicher aus der Baggerkabine gesteuert. Mit dem V-förmig profilierten SK2 12 Kabellöffel gräbt es sich leicht in engen Kanälen oder um Revisionsschächte herum. Sein Design ist wie bei allen Kinshofer Standardlöffeln auf Zeitersparnis des Kunden ausgerichtet. Mit einem breiteren SKP12 Grabenräumlöffel glättet der Fahrer abschließend die Oberfläche. Das integrierte Greifermodul TRG18 dient hier dem Versetzen von Randsteinen, ohne das Anbaugerät wechseln zu müssen. Und es funktioniert natürlich auch am Nox, wenn gar kein Anbaugerät montiert ist. Neben der Zeitersparnis ist auch der besonders sanfte Greifvorgang per Joystick ein Pluspunkt. Zum Schluss der Demo arbeitet der Hitachi mit weiteren Baggeranbaugeräten aus der breiten Angebotspalette der Kinshofer Group, wie zum Beispiel mit einem Erdbohrerantrieb 35.000 Max von Auger Torque. Und er zeigt die Beweglichkeit und Funktion von Heavy-Duty-Tools, wie dem Abbruch- und Sortiergreifer DRG19 oder dem drehbaren Pulverisierer DRP25 von Demarek. Kinshofer ist ein One-Stop-Shop. Das heißt, Sie können hier alle Anbaugeräte bekommen. Den Nox, den Schnellwechsler, Adapter, Tieflöffel und viele andere Werkzeuge. Alles aus einem Haus. Alles aus einer Hand.